Nach der Wahl in Griechenland kommt ein Richtungswechsel in Europa. Mein Name ist Mai Blank, ich werde heute die Veranstaltung moderieren. Und zu meiner Linken sitzt Nikos Tsanakis. Nikos ist von Syriza Berlin und kommt ursprünglich aus Griechenland und wird heute euch die Perspektive von Syriza berichten. Und rechts sitzt Lefteris Arabatsis und er wird heute sprechen für Antasia Berlin. Und was das genau ist, wird er in seinem Redebetrag auch nochmal kurz erläutern. Rechts von mir sitzt dann noch Andrei Runko, der Mitglied des Bundestags ist für Die Linke und dort im Europaausschuss arbeitet. Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz. If there's any people in the room who don't understand German, there'll be a translation. Phil is sitting in the back. So if there's anyone who needs any help, language-wise, you can sit close to Phil, and he will try to translate for you. Okay, this is Phil in the back. But the rest, the event will be in German. So, yeah. Okay. Genau. Weiter geht's auf Deutsch. Dann würde ich an Nikos übergeben und dich fragen, wie ist es dazu gekommen, dass Syriza diese Wahl gewinnen konnte und was kommt jetzt auf Syriza zu? Ja. Auch mit der absoluten Mehrheit, die ja nicht erreicht wurde. Wie schätzt du das an? Ja ich werde eigentlich, ich habe so, habe ich das jetzt geschafft? Also kann man mich hören? Ja. Okay, super. Also, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ich versuche, auf sie einzugehen. Erstmal möchte ich mich bei euch, Veranstaltern und Veranstalterinnen, bedanken für die herzliche Einladung. Und ich bin auch sehr froh, dass ihr alle hier gekommen seid. Im Grunde genommen wollen wir heute über die erste Linksregierung seit der Gründung der Europäischen Union sprechen und über die Aussicht auf einen wirklichen Kurswechsel in Griechenland und in Europa. Aber ich möchte mich fragen, also gibt es eigentlich wirklich einen Grund darauf zu hoffen, dass so ein Kurswechsel wie der, den Syriza verheißt,
stattfinden kann. Wird eigentlich Syriza mit ihrer neuen Regierung zusammen mit der Annette, ich werde darauf zurückkommen, an dem Versprechen festhalten oder wird sie uns verraten? Und wenn nicht verraten, dann kann diese Regierung, kann die Partei an der Regierung bleiben oder wird sie eine kurze linke Parenthese in der sonst neoliberalen und konservativen Geschichte des Kontinents darstellen? Also alle diese Fragen beschäftigen uns und ich werde nicht versuchen, diese Fragen zu beantworten. Das mache ich von Anfang an klar. Ich halte es für viel, viel wichtiger, euch heute im Maße des Möglichen die politische Lage in Griechenland zu erklären, damit man weiß, was die Potenziale dieser neuen Regierung sind und wie sie befördert werden können. Also die Situation, in der die griechischen Wahlen stattgefunden haben, war eine Krisensituation. Die Krise, und darüber müssen wir im Klaren sein, ist kein naturbedingtes Phänomen, das völlig ungewollt in Erscheinung trat. Die kapitalistische Krise von 2008-2009 wurde in Europa zu einer Staatsschuldkrise verwandelt und diese diente den europäischen politischen Eliten als einzig und allein als ein Vehikel zur Durchsetzung der neoliberalen Agenda. Eine Reihe von Staaten, mitunter auch Griechenland, haben eigentlich die eigene Staatsschuld nicht mehr refinanzieren können und somit wurden sie in den neoliberalen Nexus eingefangen. Die neoliberale Agenda in Griechenland, also die wurde von der sogenannten Troika umgesetzt, also die Europäische Union, die Europäische Kommission, Europäische Zentralbank und IWF. Also diese Agenda zielte auf zweierlei. Erstens die Herabdrückung der Löhne, Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und zweitens Ausverkauf des nationalen Reichtums an Privatinvestoren und Staaten. Diese Politik hat eine unmittelbare Konsequenz, die Verarmung der Bevölkerung, die durch ungerechte und horizontale Steuern belastet wurde und die enorme Arbeitslosigkeit. Ungefähr liegt die Arbeitslosigkeit fast auf 30%. Diese Politik konnte nicht anders umgesetzt werden, als durch die Abschaffung der von der arbeitenden Bevölkerung jahrelang erkämpften Rechte, durch den Abbau des Sozialstaates und die Beschränkung der Demokratie. Die legislative Funktion des Parlaments wurde so stark eingeschränkt, all diese Jahre, also seit 2010, dass zum großen Teil das Land durch die sogenannten Notverordnungen regiert wurde, also von der Exekutive. Seit 2010, aufgrund dieser Politik, entstanden in Griechenland viele lokale und griechenlandsweite Bewegungen und Aktionen gegen diese neoliberale Agenda, deren einziges Resultat die Destruktion der griechischen Gesellschaft und die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts war. Diese Bewegungen entsprangen einer, und das muss man verstehen, einer politischen und gesellschaftlichen Lage, wo die traditionellen Organisationen der Arbeiterklasse, zum Beispiel die Gewerkschaften, nicht mehr funktionierten. Und nicht zuletzt deswegen, weil die Führungen der Gewerkschaften oder solche Organisationen angeblich korrupt gewesen wären, sondern primär deswegen, dass der Arbeitsmarkt so sehr destabilisiert wurde, dass die prekäre Arbeit zur Hauptform der Arbeit geworden ist. Die Kulmination, so wie der politische Repräsentant aller dieser Bewegungen, des mehr oder minder spontanen Widerstandes der griechischen Bevölkerung gegen diese neoliberale Deformation, wurde eine bis zu den Wahlen von 2012 kleine Linkspartei, nämlich Syriza, so wie alle Linksparteien in Griechenland, wie Andaxia, wie die KP und so weiter, nahmen auf unterschiedliche Art und Weise Partei für diese Bewegung. Sie haben diese Bewegung befördert und in ihnen gekämpft. Der Unterschied von Syriza und allen anderen Organisationen, parteilichen Organisationen der Linken in Griechenland war, dass wir einen Fall gestellt haben.
Die Frage nach der Macht. Wir haben seit dem Ausbruch der Krise verlautbart und demonstriert, dass wir die politische Kraft werden wollen, die an die Regierung und an die Macht kommen will, um dem neoliberalen Kurs ein Ende zu setzen. Und ja, also das war eigentlich das Hauptziel und das war auch der Grund, warum erstmal breite Massen der Bevölkerung uns vertrauten. Syriza hat in den Wahlen von 2012, trotz des unerwarteten Aufstiegs ihres Einflusses auf die Bevölkerung, nicht geschafft, die Regierung zu stellen. Und stattdessen regierte eine Koalitionsregierung unter der Führung der Nerdemokratie, der konservativen Partei, mit zwei kleinen sozialdemokratischen Parteien, das Land. Und unter der Führung von dem Ex-Premierminister Samaras, also der war der Präsident und ist immer noch der Präsident der Nerdemokratie, machte seine Partei eine eindeutige Wende nach rechts. Und man kann diese Partei jetzt als eine rechtspopulistische Partei bezeichnen. Die Regierung von Samaras hat die in Griechenland sogenannten Memorandenpolitik, also die neoliberale Agenda, auf kolossaler Stufenleiter weiter umgesetzt. Und all das bis zu den Wahlen am 25. Januar dieses Jahres. Die griechische Bevölkerung hat in diesen Wahlen deutlich für einen Kurswechsel entschieden und gab Syriza die Mehrheit im griechischen Parlament. Das Programm, angesichts dessen wir 36,3% der Stimmen erlangt haben, beinhaltet die Verhandlung mit der Führung der Europäischen Union um einen Schuldenschnitt um 50% herbeizuführen. Die Umsetzung des sogenannten Thessaloniki-Programms, ich werde darauf später zurückkommen, um zu erklären, was das ist, und die allmähliche Umsetzung eines Plans für die produktive Wiederherstellung und gerechte Wiederherstellung der griechischen Wirtschaft, sodass wir nicht mehr für die Bezahlung von Schulden produzieren, sondern für die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung. Dieses Programm, dieses Wahlprogramm sowie unsere aktive Teilnahme an Solidaritätsnetzwerken, an Bewegungen, Streiks, kurz unsere stete Präsenz in der Resistenz der griechischen Bevölkerung seit 2010 führte dazu, dass Syriza heute der Repräsentant von breiten Bevölkerungsmassen ist, die man mit einem Wort Arbeiterklasse nennt. Wenn man einen kurzen Blick auf die qualitative Seite der Wahlergebnisse wirft, sieht man, dass die von der Krise am meisten betroffenen Schichten Syriza unterstützt haben. Also die Lohnabhängigen im Privatsektor haben zu 40,1% Syriza gewählt. Die entsprechende Prozentzahl der konservativen Demokratie liegt ungefähr auf 19%. Die Lohnabhängigen im öffentlichen Sektor werden zu 39,8% und das ist das erste Mal, wo gleiche Prozentzahlen der Arbeitenden im öffentlichen und im Privatsektor für dieselbe Partei wählen. Sonst war eigentlich der Lage der arbeitenden Klasse mehr oder weniger gespalten, also bisher wenigstens. Die sogenannten Freiberufler haben zu 36,9% Syriza gewählt. Die Bauer, Viehzüchter, Fischer, also all diejenigen, die in dem Agrarsektor tätig sind, haben zu 29,8% für Syriza gewählt und unter den Arbeitslosen trat Syriza auch als die erste Partei vor, und zwar mit erheblichem Abstand von der Nerdemokratie. Trotz dieses eindrucksvollen Wahlsiegs haben wir es nicht geschafft, die absolute Mehrheit zu erlangen, um die Regierung ohne Koalitionspartner stellen zu können. Man spricht viel davon, wie es möglich gewesen sei, dass eine linke Partei mit einer äußerst rechten Partei irgendwie zusammengekommen ist. Ich werde später darauf zurückkommen. Ich möchte einfach jetzt erklären, warum wir die absolute Mehrheit nicht bekommen haben.
Also der Grund liegt meiner Meinung nach in dem, was wir ideologische Hegemonie nennen. Also in der, also die Fähigkeit eines politischen Subjekts, das Interesse der von ihm repräsentierten Klassen und Schichten als allgemein gesellschaftliches Interesse zu präsentieren. Und diese Hegemonie liegt immer noch in den Händen der einheimischen neoliberal gesinnten politischen Eliten. Nicht so stark wie am Anfang der Krise. Und eine der ersten Aufgaben, die die Regierung hat, ist diese ideologische Hegemonie vom Feind sozusagen zurückzuholen. Also ich führe ganz kurz zwei Beispiele an, damit es handgreiflich wird, was ich meine. Und das sind zwei Worte und ihre Funktion innerhalb der politischen Öffentlichkeit in Griechenland. Also das Wort Krise und das Wort Reform. Also seit dem Ausbruch der Krise und durch die Propaganda der Massenmedien hat man eigentlich eine sehr diffuse Vorstellung davon, was eigentlich Krise bedeutet. Also man nimmt sie wahr als eine Art von Nemesis, die aufgrund jahrelang begangener Sünden erfolgte. Und die Krise wurde also nicht verstanden als eine ökonomische, politische Angelegenheit, über die man ernsthaft zu debattieren hätte, sondern als Bestrafung der faulen Griechen. Und das Wort Reformen im Plural korrespondierte auch diesem ideologischen Gebrauch des Wortes Krise. Also die Reformen, also man hat sich nicht gefragt nach der Art der Reformen, welche Reformen denn wir einführen müssen, sondern die Reform war eigentlich der Preis, den die griechische Bevölkerung für ihre Sünden zu bezahlen hat. All das diskriminierte in den Massenmedien und im öffentlichen Diskurs jede Art organisierten Widerstandes. Alle waren irgendwie schuldig an der Krise. Also die Lehrerinnen, die Stahlarbeiter, die Hafenarbeiter, die Taxifahrer, jede organisierte Gruppe. Und unter diesen Bedingungen versteht sich, dass am 25. Januar ein Teil, zum Glück nicht ein kritischer Teil, der Wählerschaft sich für eine Fülle von kleinen, mehr oder minder versteckten neoliberalen Parteien entschieden hat. Man muss verstehen, dass für viele Leute in Griechenland der neoliberale Diskurs ein Gemeinplatz ist. Und das müssen wir jetzt ändern. Dies sieht man an dem Wahlergebnis nicht unmittelbar, sondern man ist verzaubert von dem Wahlsieg von Syrien. Aber wenn man die Prozentzahl der Parteien, die im Parlament vertreten sind und die neoliberalen Memorandenpolitik unterstützen, zusammennimmt, also nur Nea Dimokratia, die sozialdemokratische PASOK und die neue Potami, dann ergibt sich ein 38,5% und das ist ein bisschen mehr als unsere Prozent. Also im Grunde genommen, also das sage ich nicht, damit ich den Wahlsieg von Syriza kleiner präsentiere, aber um die Lage in Griechenland, die politische Lage in Griechenland wirklich zu erklären. Also wir haben im Grunde genommen zwei Tendenzen. Also eine Tendenz ist die der arbeitenden Bevölkerung, Syriza zu unterstützen, zu wählen und so weiter. Und die andere Tendenz ist diese Zersplitterung der Wählerschaft unter vielen Parteien, die keineswegs als links bezeichnet werden können. Und hinzu tritt natürlich noch ein Grund, warum wir die absolute Mehrheit nicht erlangt haben. Und dieser Grund betrifft die Situation innerhalb der griechischen Linken im Allgemeinen. Sowohl die KUKUE, also die KP, als auch die Antaxia haben sich dessen geweigert, mit uns zusammen in die Wahlen zu gehen. Und sogar die KP, die dann geschafft hat, kann ich noch 3 Minuten, 4 Minuten haben, mehr als das? Ja, ich denke schon, also du fängst ja gerade erst an, wenn das für die anderen Redner in Ordnung ist. Okay. Ja. Ich halte es für wichtig, das klar zu machen. Also die KP hat es tatsächlich geschafft, 15 Abgeordneten im Parlament zu stellen. Und sie wollte gar nicht eine syrische Regierung unterstützen, geschweige denn an ihr teilzunehmen. Laut der politischen Einschätzung der KP, wie ich sie wenigstens verstehe, wird die Regierung von Syriza in einigen wenigen Monaten scheitern oder dem großen Kapital Genüge tun, sich in die herrschende Ordnung fügen. Und die KP wird einen Teil, so meinen sie,
der enttäuschten linken Wählerinnen auf ihre Seite treten sehen. Und so aber gefährdet sie sowohl die Aussicht auf Erfolg einer Linksregierung als auch die Lage der arbeitenden Klassen des Landes. Also diese zwei Faktoren würde ich anführen als die Hauptfaktoren, die eigentlich einen kompletten Wahlsieg verhindert haben, also die absolute Mehrheit. Also die ideologische Hegemonie des Neoliberalismus, die nicht so stark ist wie am Anfang, aber immer noch präsent, und die Positionierung der anderen zwei Linksparteien des Landes. Und unter diesen Bedingungen hatte Syriza vier Optionen. Also die erste Option war, eine Minderheitsregierung zu bilden, vielleicht mit der Unterstützung von der sozialdemokratischen PASOK oder von der Podem. Diese Option hat offensichtliche Nachteile, denn die so gestellte Regierung wäre stets auf die Stimme von Parteien angewiesen, die prinzipiell mit dem Memorandum kein Problem haben. Die zweite Option wäre eine Koalitionsregierung mit Podem. Viele deutsche Zeitungen habe ich gelesen, soweit sie vom Wahlkampf in Griechenland berichteten, dass sie also die Podem als eine mittellinke Partei bezeichnet. Das ist falsch. Eigentlich ist Podem eine neue rechte Partei. Viele ihrer prominenten Mitglieder haben den Entlassungen und den Privatisierungen zugestimmt, also mit denen wollen wir auf keinen Fall koalieren. Also selbst der Anführer dieser Partei, Slavoj Todorakis, hat für den Privatsender Mega TV gearbeitet und dieser Privatsender gehört zu der Unternehmensgruppe von dem Baumagnaten Popolas. Also mit solchen Leuten wollten wir auf keinen Fall koalieren. Die dritte Option wäre, nicht zu koalieren und die neuen Wahlen zu gehen. Und man fragt sich, warum das wir nicht gemacht haben. Dies hätte mancherlei bedeutet. Also erstens, wir sind überhaupt nicht sicher, was eigentlich das Ergebnis einer neuen Wahl gewesen wäre. Sowieso hat die große Mehrheit der Bevölkerung Angst vor Wahlen wegen der Propaganda der Massenmedien. Zweitens, wenn wir so einen Weg eingeschlagen hätten, dann würde der Auftrag zur Regierungsbildung, wie die Konstitution verordnet, an die dritte Partei gegeben. Und die dritte Partei ist die Goldene Morgenröte, also die Faschisten. Das hätte die faschistische, neofaschistische Partei ausgenutzt, um sich populärer zu machen. Und das hätte vielleicht zur Folge gehabt, dass ihre Prozentzahl bei einer neuen Wahl höher gewesen wäre. Und die vierte Option ist eigentlich der Weg, den eigentlich die Partei gegangen ist. Eine Koalitionsregierung mit der Partei unabhängig gekriegt. Diese Option war nicht die erwünschte, aber dennoch ist die bestmögliche. Insofern eigentlich die ANEL, die unabhängigen Griechen, sich von Anfang an gegen die Memorandenpolitik positioniert haben. Und man muss verstehen, seit 5 Jahren ist vielleicht die wichtigste Demarkationslinie in der politischen Landschaft des Landes, ob man für oder gegen die Politik von Troika ist. Und das, nee, ich bin fast fertig. Und deswegen war das eigentlich die beste Option. Und so gründete sich die Koalition, die heute das Land regiert. Ich muss sagen, die Koalition mit den unabhängigen Griechen ist nicht problemlos. Dennoch haben die unabhängigen Griechen dem Wahlprogramm von Syriza zugestimmt. Und das ist das sogenannte Thessaloniki-Programm. Es beinhaltet vier Ziele sozusagen. Das erste Ziel ist die Bekämpfung der humanitären Krise. Also zum Beispiel kostenlose Stromversorgung für 300.000 mittellose Familien, Lebensmittelmarken und so weiter und so fort. Das zweite Ziel ist die Reformierung des Steuersystems, sodass es gerecht besteuert wird. Das heißt, außer einem neuen Wahlgesetz, das einfacher und gerechter ist, die Errichtung von Steuermechanismen, die tatsächlich das große Kapital und die große Einkünfte in der Lage sind, zu besteuern und zu kontrollieren. Das dritte Ziel ist die Wiedereinführung der Arbeitsgesetze, die von den früheren Regierungen abgeschafft worden sind. Und das vierte Gesetz ist die
einen Demokratisierungsplan der griechischen politischen Szene. Also das bedeutet Besteuerung der großen Fernsehsender. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass manche bankrott gehen, zum Glück. Einführung von neuen Institutionen wie Urabstimmungen, Volksgesetzen, Initiativen und so weiter und so fort. Und natürlich, diese Regierung wurde auch dafür gewählt, dass sie mit der Europäischen Union einen Schuldenschnitt und eine Lösung für die Staatsschuld verhandelt. Ich werde näher darauf in der Diskussion darauf eingehen. Auf jeden Fall, das ist eine unerlässliche Bedingung, damit irgendwie sich das Land wieder auf die Beine stellt. Der Erfolg oder Misserfolg dieser Regierung hängt einzig und allein davon ab, ob die Massen, ob die Bevölkerungsschichten, die uns unterstützt haben mit ihrer Stimme, weiter aktiv sich dafür engagieren, dass dieser Regierungsplan umgesetzt wird. Wenn die Kämpfe nachlassen, wenn die Resistenz zurücktritt, dann ist unser Scheitern vorgezeichnet. Wenn aber diese Bevölkerungsschichten weiterhin kämpfen und aktiv den Schritten dieser Regierung zustimmen, dann haben wir Aussicht auf Erfolg. Also wir brauchen auf jeden Fall die aktive Beteiligung, demokratische Beteiligung der Gesellschaft an der politischen Realität des Landes. Also soweit von mir. Das ist Klaus von Kikma Film und der nimmt das für uns heute auf. Er macht soziale und politische Filme in Berlin. Genau. Und wir würden dann die Videos von Podium und eventuell auch von der Diskussion bei YouTube hochladen, damit auch andere das sehen können. Wenn es Sprecher gibt, nachher, die Fragen stellen, die nicht gefilmt werden möchten, dann könnt ihr das einfach sagen. Dann machen wir für den Teil die Kamera aus. Das ist gar kein Problem. Gut, ich bedanke mich für deine erste Einschätzung. Und du hast ja berichtet von diesen vier Optionen, die es gab. Und so wie ich das verstanden habe, stand Syriza ja auch unter hohem Zeitdruck, in 3 Tagen diese Entscheidung treffen zu müssen. Das geht mir noch nicht so mehr. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal an Lefteris zu meiner Rechten abgeben, mit der Frage, wie dieser ganze Prozess also von der Bewegungslinken gesehen wird und zwar der Prozess hin zur Wahl, aber jetzt auch die Entscheidung mit Anel zu koalieren. Wie nimmst du das wahr? Wie nehmen andere Linke das wahr in Griechenland, die sich nicht bei Syriza organisieren? Ja, vielen Dank für die Einladung. Leider spreche ich nicht so gut Deutsch wie Nikos und werde alles vorlesen. Als erstes möchte ich ein paar Sachen über Andarsia sagen. Andarsia ist ein Bündnis der antikapitalistischen und revolutionären Linken in Griechenland. Es ist ein Bündnis von 9 Organisationen. Andarsia hat sich Anfang 2009 nach dem Aufstand von Dezember 2008 gegründet. Wir sind stark in einigen Gewerkschaften und in den Studentengewerkschaften. Wir hatten ein gutes Ergebnis in den Kommunalwahlen, aber bis jetzt waren wir in den Generalwahlen, hatten wir keinen großen Erfolg. Wir hatten auch nichts Besseres erwartet, aber trotzdem, dass wir unser Prozent verdoppelt haben von 2012, ist, glaube ich, auch ein Erfolg, weil das Ergebnis insgesamt für die Linke gut war in den letzten Wahlen. Also ich möchte erst einige Sachen ergänzen, über die Nikos auch gesprochen hat.
Wenn man die Ergebnisse aller linken Parteien addiert, dann ergibt sich 43,5% im ganzen Land und in den Arbeiterbezirken der großen Städte ist das noch größer. Im zweiten Wahlkreis von Athen 45%, im zweiten Wahlkreis von Piräus 51%. Und es muss uns klar sein, dass dieser Erfolg ein Ergebnis der Kämpfe der letzten 5 Jahre darstellt. Es sind diese Kämpfe, die zu diesem Linksruck in der griechischen Gesellschaft geführt haben. Das Ergebnis war eine Niederlage für die herrschende Klasse und ihre Parteien. 2009 hatten Nea Dimokratia und PASOK zusammen 77%, jetzt nur 32%. PASOK ist mit 4,7% eigentlich eine marginale Kraft. Und die DIMAR, dieser kleine Teil der Linken, die zusammen mit diesen Parteien regiert hatte, ist untergegangen. Meiner Meinung nach ist die große Angst der herrschenden Klasse, dass dieser Linksruck weitergehen wird. Dass die Hoffnung für Änderung sich in einen offenen Klassenkampf umwandeln wird. Und der große Widerspruch ist genau ein Widerspruch, den wir schon von der ersten Woche erleben, ist der Widerspruch zwischen der Hoffnung der Massen und der Kompromisse der SYRIZA-Parteiführung. Seit 2012 hat SYRIZA viele von seinen radikalen Anforderungen verlassen und das gilt leider auch für seinen linken Flügel. Die erste Frage ist die Frage für die Koalition mit den unabhängigen Griechen. Ich glaube, dass es dafür keine Entschuldigung gibt. SYRIZA könnte eine Minderheitsregierung bilden und dann würde die Kommunistische Partei die Verantwortung tragen, ob sie bestimmte Maßnahmen und Gesetze unterstützen würde. Und ich glaube, dass wenn SYRIZA in neue Wahlen, wenn wir neue Wahlen hätten, dann würde SYRIZA auf jeden Fall einen noch größeren Erfolg haben. Aber das Problem war, dass SYRIZA eigentlich schnell eine Regierung bilden wollte, um die Märkte von der Angst der Instabilität zu beruhigen. Ein großes Problem mit dieser Zusammenarbeit ist, also es gibt in den letzten Jahren ein großes Gespräch eine große Debatte über die Einheit der Linken. Aber meiner Meinung nach muss man erst für die Einheit der Arbeiterklasse kämpfen. Das ist der Schritt, um die Linke zu vereinigen. Und eine Zusammenarbeit mit einer nationalistischen und rassistischen Partei hilft nicht, diesen Weg zu nehmen. Kamenos, der Verteidigungsminister von den unabhängigen Griechen ANEL, wird sicherlich für eine Erhöhung der Rüstungsausgaben erzwingen wollen. Und die Frage ist das, was die 1,5 Millionen Arbeitslose jetzt brauchen? Einige Tage, also am 31. Januar, in einer Rede von Kamenos sagte er, dass unser Ziel ist, dass bald alle unsere Kampfflugzeuge und Hubschrauber wieder im griechischen Himmel fliegen. Aber eigentlich ist das Problem nicht Kamenos, sondern Tsipras und die Parteiführung selbst. Einen Tag nach den Wahlen hat die Regierung versprochen, dass sie ihr Wahlprogramm erfüllen wird. Sie wird zum Beispiel die Privatisierung des Hafens von Piräus beenden. Aber der Wirtschaftsminister Varoufakis sagte in einem Interview dem BBC, dass er mit der Privatisierung des Hafens einverstanden ist.
der Minister. Alle Beamten, die während der letzten Jahre entlassen wurden, kommen zurück. Aber nächsten Tag sagte Minister Katrugalos, dass das nur 3.500 Arbeitnehmer betrifft. Und in einem Treffen mit Gewerkschaftlern hat er ihnen mitgeteilt, dass für 2015 keine Lohnerhöhung in Frage kommt. Der Ordnungsminister Panoussis hat sich gegen den Abriss des Zaunes an der Grenze gestellt. Und viele meinen, am 31. Januar hatten wir die erste antifaschistische Demonstration in Athen und die Polizisten haben keine Waffen getragen. Für viele war das ein Zeichen der Änderung. Aber meiner Meinung nach ist die Frage, warum erlaubt eine linke Regierung eine Nazi-Demonstration? Das wirkliche Problem ist, dass die SYRIZA-Parteiführung den Kompromiss mit den Kreditgebern sucht und dass er die Illusion hat, dass man mit Institutionen wie die EU oder die Europäische Zentralbank verhandeln kann oder sogar, dass man sie ändern kann. Am Freitag vor den Wahlen in einer Rede registrierte Tsipras mit Freude, dass die Börse steigt. Drei Tage später haben die Märkte ihre Begeisterung für den Sieg der Linken mit einem Sturz von 9% gezeigt. Und die Frage, also das große Problem ist, was mit den Schulden, was wir mit den Schulden machen. Und die Antworten, die SYRIZA bisher gibt, können leider keine Lösung sein. Der Vorschlag von Yannis Varoufakis, die Schulden durch Perpetual Bonds zu ersetzen, würden eigentlich die Kürzungspolitik und die Ausbeutung der griechischen Bevölkerung ewig machen. Also in diesem Punkt, die Schulden sind in dieser Zeit in Höhe von 170% des Bruttonationaleinkommens. Und dieser Vorschlag für ewige Anleihen, um die bezahlen zu können, auch mit einem niedrigen Zins von 2%, müsste Griechenland ein Wirtschaftswachstum von 3,5% haben. Das Problem ist aber, also die Krise ist nicht nur, es handelt sich nicht um eine griechische Krise und nicht um eine europäische Krise. Wir erleben die tiefste, die größte Krise des Kapitalismus seit den 30er Jahren. Genau weil die Kapitalisten keine hohen Profite erwarten und deshalb nicht investieren. Also von so hohem Wirtschaftswachstum kann man nur träumen. Aber weil ich wenig Zeit habe, gehe ich sofort zum Thema, was jetzt die Aufgaben für die Bewegung sind. Ich habe SYRIZA kritisiert und werde es weiterhin tun, aber unser Ziel ist nicht, SYRIZA zu denunzieren. Also Andarsia sagt nicht, dass wir in der Ecke warten, bis die Regierung wegen der vorgenannten Widersprüche und Kompromisse die Massen enttäuscht, damit wir dann sagen können, sieht ihr, wir hatten recht. Aber wir möchten jetzt vom ersten Tag eine linke Arbeiterposition auf der Straße aufbauen. Nächste Woche, am 11.12., am 11. Februar, rufen die Arbeitnehmer von ERT, vom staatlichen Fernsehen, alle Arbeiter und Gewerkschaften zu einer großen Demonstration vor dem Gebäude des Fernsehens. Ihre Forderung ist, dass sie sofort ihre Arbeit zurückkriegen. Nächste Woche hat die Gewerkschaft der Gemeindebeamten einen Kongress geplant, um ihre nächsten Forderungen und Aktionen abzustimmen.
Mehrere Beamtendelegationen haben sich mit Ministern getroffen und die Regierung angemahnt, ihre Versprechen zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist der Weg von nun an. Die Arbeiterklasse, die vier Regierungen in den letzten 5 Jahren gestürzt hat, kann auch die Kürzungspolitik der EU abschaffen. Wir dürfen nicht die neue Regierung nur unter Opposition von rechts lassen, genau weil das die Anpassung an diesen Druck von rechts leichter machen wird. Wir sagen den Arbeitnehmern, wartet nicht auf die Minister, kämpft weiter mit Streik, mit Besatzung der Betriebe. Das ist der einzige Weg, um alles zurückzunehmen. Nach diesem ersten Schritt, diesen ersten Sieg, das Ergebnis der Wahlen. Ich persönlich bin sicher, dass wir in der nächsten Zeit Aufstände der Basis erleben werden, genau weil man in Krisenzeiten keine Kompromisse zwischen Kapital und Arbeiterklasse finden kann. Die Erpressung der EU und der herrschenden Klasse haben schon begonnen und werden mit der Zeit immer schärfer. Und ich glaube, dass die Bewegung klare Antworten braucht, um diese Erpressungen zu bekämpfen. Kann man die Löhne und die Renten erhöhen? Kann man die entlassenen Beamten zurückbringen, wenn man gleichzeitig die Schulden bezahlt? Gekürzt oder nicht? Wir hatten sowieso eine Kürzung vor 3 Jahren. Kann man die Privatisierung beenden, die privatisierten Unternehmen wieder verstaatlichen und gleichzeitig in der EU bleiben? Kann die EU oder die Europäische Zentralbank links werden? Also ich glaube, dass das große Illusionen sind. Und von unserer Seite, von Andalusia, haben wir schon seit 2010 ein Übergangsprogramm vorgeschlagen mit folgenden Aktionen. Mit folgenden Schritten. Erstens sagen wir, wir zahlen nicht. Es sind nicht unsere Schulden und wir zahlen sie nicht. So kann man das Geld für Sozialpolitik finden. Das war auch Forderung des linken Flügels von Syriza bis 2012. Das wird automatisch zum Austritt aus der EU und dem Euro führen, weil diese Institutionen, wie soll ich es sagen? Also wir müssen nicht vergessen, wie die EU entstanden ist. Vor ungefähr 50 oder 60 Jahren war es eigentlich ein Bündnis der großen Konzerne von Stahl und Kohle. Also man kann das nicht auf einen linkeren Weg bringen. Der dritte Punkt ist die Verstaatlichung der Banken und der großen Konzerne. So kann man auch den Kapitalfluss kontrollieren und alles das unter Arbeiterkontrolle. Unserer Meinung nach sind das die Voraussetzungen, damit wir nicht die Krise bezahlen. Und die nächsten Schritte sind eine große Bewegung aufzubauen, eine Bewegung, die man alle zurück zur Arbeit nennen kann. Um das zu schaffen, brauchen wir Organisation und also der Basis. Und das kann nur mit Kampf mit Streiks und Besatzungen der geschlossenen Betriebe und Industrien und so weiter, so kann man dieses Ziel erreichen. Dazu kommt die Forderung für allgemeines Kündigungsverbot im privaten Sektor und öffentlichen Dienst. Aber es gibt auch politische Kämpfe. Erst ist die Legalisierung aller Migranten ohne Voraussetzungen, Asyl für alle Flüchtlinge, Abriss des Zaunes an der Grenze, Schließung der Konzentrationslager, Auflösung der Frontex. Druck, das ist der zweite Punkt, damit der Prozess gegen die Mörder der goldenen Morgenröte möglichst schnell beginnt. Und dazu kommt die Entlassung aller Polizisten, Richter und Politiker und Bestrafung aller Politiker,
die die Goldene Morgenröte unterstützt oder geholfen haben. Ich glaube, dass Griechenland der erste Schritt war. Ganz Europa wartet auf Griechenland. In 2012 werden wir Wahlen in weitere EU-Länder haben. Und Griechenland kann wirklich, wirklich das Beispiel werden, wie man diese katastrophale Politik beenden kann. Und noch ein Satz. Dazu brauchen wir auch eure Hilfe, liebe Genossinnen und Genossen. Die Solidarität der Arbeiterklasse ist die beste Hilfe für die Arbeiterinnen und Arbeiter in Griechenland, die ihren Kampf weiterführen möchten. Und wir müssen, es muss uns klar sein, dass das, was wir gemeinsam haben, nicht unsere gemeinsame Währung ist, nicht unsere gemeinsame Zentralbank. Unsere Flagge ist nicht blau mit 12 gelben Sternen, unsere gemeinsame Flagge ist rot. Es ist die Flagge der Arbeiterklasse. Vielen Dank. Vielen Dank, Lesch Peres. Du hast eigentlich schon eine perfekte Überleitung gemacht zu unserem dritten Gast, André. Und ja, also du sagtest, es ist so schön, dass Peres die Verantwortung liegt auch hier. Deswegen möchte ich dich jetzt fragen, André. Erstens, wie reagiert die deutsche Regierung? Wie nimmst du das wahr? Und zweitens, wie können Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland den Prozess in Griechenland möglichst produktiv unterstützen? Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Bevor ich auf die Beantwortung dieser Fragen habe ich eigentlich zum Ende meines Beitrages vorgesehen, würde ich gern kurz reagieren noch auf die anderen beiden Beiträge und dann nochmal so ein bisschen den Blickwinkel beschreiben, den ich so in den letzten 5 Jahren in den Institutionen, sei es der EU-Ausschuss im Bundestag, Debatten mit der Bundesregierung, sei es auch der Europarat in Straßburg, sei es die Debatten, die wir jetzt in Brüssel hatten, wo ich Anfang der Woche war, wo es so interparlamentarische Konferenzen auch gibt zur sogenannten fiskalischen und wirtschaftlichen Steuerung der EU. Das will ich mal so ein bisschen beschreiben, aber ich wollte kurz nochmal reagieren. Erstmal will ich das sagen zu Nikos. Ich würde mir wünschen, wenn die Linke in allen europäischen Ländern darüber diskutiert, warum sie knapp die absolute Mehrheit verpasst hat. Also das ist schon also eine Situation, ich glaube, da beneiden euch jetzt sozusagen alle Linken in Europa. Und zur Frage, kann die EU links werden, was Lefteris, kann ich nur erstmal so als Einleitungsthese sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir die Frage, stelle ich mir auch wirklich sozusagen bei jedem dieser Treffen, auf denen ich bin, wir haben keine historische Erfahrung. Das ist eigentlich die Situation. Wir treten ein in eine neue historische Situation. Es ist zwar nicht so, wie ganz so wie Nikos, wie du das beschrieben hast, dass wir noch nie eine linke Regierung hatten. Also ich würde auch die Akel in Zypern durchaus als linke Regierung bezeichnen. In der EU, aber wir haben zum ersten Mal auf jeden Fall auch in einer anderen Dimension eine linke Regierung, die aus den Widersprüchen hervorgegangen ist, aus der Europäischen Union, aus der Krisenpolitik, die eingeleitet worden ist, und wir stehen wirklich an einer neuen historischen Erfahrung, und ich kann nicht sagen, wie das ausgeht. Ich will mal beschreiben aus meiner Sicht, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Es war im April 2010, als der damalige Staatssekretär Asmussen, Jörg Asmussen, der Name sagt doch dem einen oder anderen was, er hatte was zu tun, auch mit den Bankenrettungspaketen hier 2008, 2009, Schlüsselfigur gewesen. Er war dann Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank und er ist jetzt im Arbeits- und Sozialministerium wieder hier in der Bundesregierung. Der kam in den EU-Ausschuss, die Ausschusssitzung wurde geschlossen mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen, es gibt manchmal öffentliche Sitzungen, manchmal geschlossene Sitzungen.
Die griechische Botschaftsvertreterin war anwesend, sie musste den Raum verlassen und Asmussen hat das erste Griechenland-Paket vorgestellt. Massenentlassung, ihr kennt das alles, ich will das nicht beschreiben, Massenentlassung im öffentlichen Dienst, Absenkung der Löhne, Privatisierungsauflagen und so weiter und so fort. Der Begriff Austeritätspolitik, der sich ja mittlerweile eingebürgert hat, ist eigentlich noch verharmlosend, weil es nicht nur Austerität ist, also die Kürzungsdiktate, die auf den Haushalt abzielen, sondern gleichzeitig auch Privatisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes, also die jetzt gar nicht direkt haushaltsbezogen sind. Er kam in den Ausschuss, hat das vorgestellt und im Anschluss hat die griechische Botschaftsvertreterin mich angerufen und gefragt, was habt ihr beschlossen zu Griechenland? Ich habe halt gesagt, wir Linken lehnen das Programm ab. Das wird zu einer Katastrophe führen. Wir kennen das aus Deutschland mit Brüning sozusagen in der Krise, Austeritätspolitik zu machen. Und das verschlimmert das und wir werden uns dagegen aussprechen. Das war der Beginn. Heute im Bundestag hatten wir eine heftige Debatte. Ich habe geredet, auch zu Griechenland. Der formale Titel war Arbeitsprogramm der EU-Kommission. Man konnte das sozusagen nutzen, um auch eine Debatte zu Griechenland zu initiieren. Und es gab eine heftige Auseinandersetzung während meiner Rede, weil ich das zweite Griechenland-Paket, das im Januar 2012 beschlossen wurde im Bundestag, mitgenommen habe. Ich habe mir das aufgehoben noch im Büro und dort habe ich vorgelesen, was damals beschlossen wurde. Nämlich die Absenkung, zum Beispiel die Absenkung der Gesundheitsausgaben in Griechenland auf unter 6% des Bruttoinlandsproduktes. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben 11% ungefähr, das ist auch so ein typischer Wert für industrialisierte Länder, 11% des Bruttoinlandsprodukts. Und sie haben damals beschlossen, dass in Griechenland die Gesundheitsausgaben auf unter 6% abgesenkt werden. Und verantwortlich dafür war auch noch sozusagen innerhalb der Troika, wurden die Verantwortungsbereiche aufgeteilt, war sozusagen auch die deutsche Seite. Und die katastrophalen Ergebnisse will ich jetzt gar nicht, die sind bekannt, ja? Also über 30% keine Krankenversicherung, es gibt viele Gebiete in Griechenland, wo gar keine ärztliche Versorgung mehr da ist. Ich habe mir auch Krankenhäuser angeschaut in Griechenland, wo die Zustände katastrophal sind. Es entstehen Seuchen, die schon ausgerottet waren, wie zum Beispiel der Westnil-Virus und andere Sachen. Das ist ja auch zum Teil kommuniziert in der deutschen Öffentlichkeit. Das habe ich heute halt mal vorgelesen und dann gab es riesen Geschrei und Debatten. Die Grünen haben aufgetreten und gesagt, wir haben da gar nicht für die Memoranden gestimmt, sondern nur für die Kredite, haben sich sozusagen versucht zu legitimieren. Aber das war ja ein Paket, was in Griechenland vorexerziert wurde, was auf Portugal, Irland, Zypern, Spanien indirekt auch sozusagen übertragen wurde und was sozusagen auch letztlich ein Programm für die ganze EU ist. Nämlich auf der einen Seite riesige Steuermittel verwenden, um Banken und den Finanzsektor zu retten. Über 80%, je nach Berechnung, zwischen 80% und 95% der bereitgestellten Gelder sind direkt, nicht erstmal nach Athen und dann, sondern sind direkt in den Finanzsektor zurückgeflossen. Nur ein ganz kleiner Anteil ist nach Griechenland geflossen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Krise zu nutzen, um, wie ich es nenne, eine neoliberale Schocktherapie diesen Ländern aufzuoktroyieren. Oder wie auch jetzt am Sonntag auf einer Veranstaltung in Hamburg jemand gesagt hat, einen sozialen Blitzkrieg in Griechenland zu machen. Die Ergebnisse sind jetzt sozusagen, werden dringend langsam hier in das öffentliche Bewusstsein und das ist gut so. Wie schätze ich die Politik der Bundesregierung ein? Also es war so, dass in den unmittelbaren Tagen, ich war am 29.12. auch in Athen, also als die dritte Wahlgang war, des Präsidenten, die ja jetzt die Neuwahl ausgelöst hat, auch das ist ja ein Problem, was Syriza lösen muss, sozusagen, wie kann man jetzt einen neuen Präsidenten wählen, weil sie brauchen ja am Ende mindestens 60%. Ja, da reicht ja auch die Koalition jetzt nicht. Das muss ja jetzt gelöst werden, weil deshalb gab es ja auch überhaupt die Neuwahlen. Jedenfalls hatten wir damals schon auch eine
Telefonkonferenz, also mit den Obleuten der Ausschüsse. Und jenseits der Kampagne der ersten Tage der Bild-Zeitung und so weiter, die Griechen wollen nur unser Geld und so weiter, ist die Bundesregierung bislang noch vergleichsweise relativ vorsichtig. Ja, und das hat viel zu tun mit dem, was eben auf der europäischen Ebene ausgelöst wurde, nämlich dass dieser Wahlsieg von Syriza in den anderen Ländern durchaus aufgegriffen wird, um die verhasste Austeritätspolitik von Merkel und der Bundesregierung zu stürzen. Ob das reicht, ich weiß es nicht, aber es ist vor allen Dingen so in den südeuropäischen Ländern, auch in Frankreich, Belgien, Irland auch, dass man möchte diese Besonderheit, die in den letzten Jahren auf europäischer Ebene eingezogen wurde von der Bundesregierung, nämlich diese radikale Austeritätspolitik und die neoliberale Strukturreform, dass doch verschiedene Länder so nicht wollen. Es ist ein deutsches Europa, was praktisch konstruiert wurde in den letzten Jahren, was dem deutschen Kapital primär zugutekommt, weil man auf der einen Seite diese fiskalpolitischen Mechanismen eingezogen hat, am Ende mit dem Fiskalpakt auch, also der ja sozusagen dann auch eine gesamteuropäische Umsetzung war, was man in radikalerer Form in Griechenland gemacht hat, aber gleichzeitig die Leistungsbilanzunterschiede überhaupt nicht sanktioniert. Und das heißt, wir haben eine Währung und Griechenland kann nicht abwerten, wir haben eine EZB, die den Daumen hoch senken kann oder runter senken kann, wie sie es jetzt gestern gemacht hat, schwächere Volkswirtschaften in der Peripherie der Eurozone können sich dagegen nicht wehren, weil sie keine eigene Währung haben, die früher noch ein bisschen als Puffer funktioniert haben. Und Deutschland exportiert radikal Leistungsbilanzüberschüsse von über 6%, das eigentlich nicht zulässig ist, aber es gibt keine Sanktionsmechanismen. Und letztlich ist die Konstruktion, die aufgebaut wurde in der Eurozone, ist eine Konstruktion im deutschen Interesse, im Interesse des deutschen Kapitals. Und das ist schon so, dass auch viele andere europäische Länder das nicht wollen, vor allen Dingen natürlich auch dort, wo linke Kräfte stärker sind. Ganz kurz, also wie kann man, ich war in Athen und habe die führenden Syriza-Leute gefragt, was wollt ihr für Druckmittel eigentlich entwickeln? Habt keine ökonomischen Druckmittel, weil auch ein Euro-Austritt ist sozusagen antizipiert mit dem ESM und der Konstruktion, die sie da geschaffen haben. Und sie haben gesagt, das einzige Druckmittel ist ein politisches Druckmittel, was wir haben. Wir wollen, dass die Prozesse, die wir auslösen in Griechenland, sich auf andere Länder übertragen. An erster Stelle kam immer Spanien und auch, dass die Demonstration am Samstag mit zwischen 100 und 300.000 Menschen in Madrid stattgefunden hat, ist kein Zufall, sondern das war abgesprochen so. Die sollte am Samstag nach der Wahl so stattfinden und hat ja auch gut funktioniert. Sie schauen nach Irland, wo auch jetzt mittlerweile Sinn Féin stärkste Partei ist in Umfragen, die auch gegen die Austeritätspolitik sind. Sie schauen nach Frankreich, Italien, Portugal und so weiter, wo auch Wahlen jetzt bald stattfinden. Also sie wollen eigentlich diesen Prozess, den sie in Griechenland ausgelöst haben, weil er ist in Griechenland am Ende nicht zu lösen, sozusagen exportieren. Und unsere Hauptaufgabe ist meines Erachtens, diese Strategie zu unterstützen und auch hier gegen die eigene Bundesregierung, weil das ist der härteste Brocken sozusagen in der Eurozone, die eigene Bundesregierung maximal unter Druck zu setzen, dass sie loslässt von dieser radikalen Austeritätspolitik, von dieser Troika zum Beispiel, die ja schon wahrscheinlich Geschichte ist, aber die Bundesregierung hält immer noch in ihr fest, und maximal die eigene Bundesregierung zu unterstützen. Aber es ist auch ein zweiter Punkt, der wichtig ist als letzter Satz, wir müssen auch schauen, dass wir als Linke insgesamt, auch als soziale Bewegung insgesamt in Deutschland stärker werden und ambitionierter werden, weil nur so haben wir eine Chance, die sozusagen diese Hegemonie auch der Bundesregierung
über die EU und über Griechenland zu brechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, André. Ja, mir ist jetzt nur gerade durch den Kopf geschossen, dass ja der 18. März dafür auch ein guter Zeitpunkt wäre, wo ja für Blockupy nach Frankfurt mobilisiert wird. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, um den Unwillen hier auch mal in Deutschland zu zeigen, gegenüber dieser Austeritätspolitik. So, wir hätten die erste Fragerunde durch. Ich sehe, dass auch noch gerade ein paar Plätze frei werden. Und genau, es gibt da noch eine Wortmeldung. Ja? Ach. Ja, heute war der britische Finanzminister in Berlin und wir haben innerhalb 24 Stunden eine nette Empfangskomitee organisiert. So, André war dort, viele anderen, 150 Leute, das war ganz nett. Ein paar Stunden später, ich saß in einem Café in Neukölln mit einer griechischen Freundin und wir haben die griechischen Medien geschaut, so die Mediensendung, aber auch Facebook und Webseiten, und überall sahen wir Fotos, dass Leute in Athen sehen, von Leuten in Berlin mit linken Fahnen, mit europäischen linken Fahnen, mit Solidarität mit Syriza und mit der griechischen Regierung. Und eins nach dem anderen, wir waren bei einer Facebook-Seite, alle 5 Sekunden noch ein Like, noch ein Like, noch ein Like, dass die Griechen einen anderen Blick von Deutschland gesehen haben als Angela Merkel oder EZB, dass die tatsächlich gesehen haben, dass auch hier in Deutschland gibt es Leute, die mit der Regierung solidarisiert. Und Ellen ist zu mir gekommen und sagt, ja, jetzt sieht sie, warum Deutschland ein starker Linke braucht. Und dass wir das gezeigt haben. Ich glaube, das muss der Anfangspunkt sein, dass die Grenzen in der Gesellschaft nicht zwischen Ländern, sondern von oben bis unten sind. Ich sage das, weil ich habe auch meine Bauchschmerzen mit dieser Wahlbundes. Wir können darüber reden, ob das wirklich fair oder nicht. Aber das große Bauchschmerz, das ich habe, ist die Begründung, dass es geht um nationale Einheit. Es geht, dass der Hauptfeind für die Griechen nicht in Athen liegt, sondern in Berlin und in Frankfurt. Das mag sein, aber die Hauptfeind von vielen von uns liegt auch in Berlin und Frankfurt. Und die Solidarität zwischen Ländern, zwischen Wegen hier in Deutschland und Spanien und Griechenland müssen wir tatsächlich aufbauen. Und hier sind die richtigen Ansprechpartner, nicht unbedingt Anel, sondern die Leute, die zu den Blockupy der Mode sind, so die Leute wie André, die gegen die Bundesregierung ausschrecken, die Linke, die dagegen kämpfen. Und das ist ein Pflicht für alle von uns. Wenn wir wollen, dass Syriza ihr Programm durchführt, die werden massive Widerstand kriegen und der massivste Widerstand wird von der deutschen Regierung, von den deutschen Banken. Das heißt, es ist für uns viel zu tun. Wir können die kritisieren für ihre Bundespartner und sowas, aber wir müssen uns als die beste Bundespartner machen. Ein Teil von das eigentlich für die Leute, die nicht Teil der Partei der Linke sind, müsst ihr euch überlegen, aber gemeinsam uns mit kämpfen, gemeinsam nach Frankfurt, aber gemeinsam die Demonstration und die Aktion in Berlin aufbauen. Hallo, ich heiße John. Ich möchte den Aufruf von Lefteris unterstützen, dass wir die komplette Streichung der Schulden des griechischen Staates fordern. Ich frage mich über die folgende Situation. Was ist, wenn Tsipras und sein Team richtig Glück haben? Dann sagen wir mal, in ein paar Wochen kommt es zum Kompromiss. Die griechischen Massen müssen nur noch 100 Milliarden Euro statt 350 noch was Milliarden Euro an die deutschen Banken zahlen. Unterstützen wir das dann? Gehen wir auf die Straße? Ja! Arbeitslose Rentner, Jugendliche in Griechenland sollen nach 100 Milliarden in Anführungszeichen unsere Banken zahlen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass dieses Problem macht den Punkt von Lefteris ganz deutlich. Wir sind für die komplette Streichung dieser Schulden. Die sind komplett ungerecht zustande gekommen. Und die einzige Lösung der Probleme der griechischen Massen ist diese vollständige Streichung. Wenn sich die Syriza-Regierung auf einen anderen Kompromiss einlässt, dann sind wir gegen die Troika, gegen die EZB, gegen die Europäische Kommission, gegen den IWF und auch gegen die Syriza-Regierung in diesem Fall.
Und wenn die Frage ist, was für Erfahrungen wir gemacht haben, ich finde es bezeichnend, wir sitzen im Rosa-Luxemburg-Saal hier. Gab es schon sowas wie eine linke Regierung? Ja, es gab eine linke Regierung, zum Beispiel 1918 in Deutschland, ist eine Sozialdemokratie an die Macht gekommen, als Ergebnis von großen Kämpfen. Sie hat einige Reformen durchgebracht, sie hat zum Beispiel den 8-Stunden-Tag gebracht und hat auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Warum sie das gemacht hat, ist nicht aus Böswilligkeit, man möchte den Sozis keine Böswilligkeit unterstellen. Sie dachten, ich glaube, dass sie mit einer linken Regierung, mit der Übernahme des kapitalistischen Staates und leichten Reformen da den Sozialismus einführen können. Aber in Wirklichkeit haben sie ja nur den Kapitalismus aufrechterhalten und mit Reformen eigentlich von der Krise retten wollen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, über die wir reflektieren müssen, weil es ist, um Gottes Willen, es ist das erste Mal in der Weltgeschichte, wo eine linke sozialdemokratische Partei die Regierung übernimmt. Also nach meinem Kenntnisstand ist es ungefähr das 10.000. Mal. Und wir hatten ja eine linke Regierung gut 10 Jahre lang in Berlin und was wir als Ergebnisse dessen haben, außer den 200.000 privatisierten Wohnungen, kann ich mich an wenig erinnern. Also ich denke, was wir wirklich brauchen, ist eine unabhängige Bewegung, unabhängig vom Staat, unabhängig von der Armee, wo die Arbeiterinnen und Jugendlichen in Griechenland sich selbst für ihre Forderungen, für die Streichung der Schulden und für die Befreiung vom Kapitalismus organisieren. Ja, mein Name ist Martina. Ich wollte den Genossen hier vorhin mal sagen, dass ich voll mit dir auf einer Linie bin. Ja, linke Politik wird in erster Linie an der Basis gemacht, sollte zumindest so geschehen. Und Aufgabe linker Parteien im bürgerlichen Parlamentarismus, sei es auf lokaler oder Europaebene, kann es nur sein, dem herrschenden System gewisse Zugeständnisse abzuringen und so vielleicht den Nährboden für größere gesamtgesellschaftliche Veränderungen vorzubereiten. Aber was sie über seine letzten nicht ganz 14 Tage gemacht hat, finde ich absolut bewundernswert. Sehr, sehr mutig. Ja, Nico Faber, ich glaube, ich habe den Sprech nicht so drauf. Ich wollte von dir, Nikos, wenn ich dich duzen darf, den Nachnamen habe ich nicht merken können, wissen, auch. Ja, warum Syriza anstrebt, eben in diesem neoliberalen Unterdrückungskonstrukt zu bleiben. Es erschien mir naiverweise viel sinnvoller, tatsächlich den Staatsbankrott zu machen. Dann kann man vielleicht keine deutschen Autos mehr kaufen, dann sind die vielleicht nicht mehr so arrogant und hochnäsig und sagen, ihr seid schuld. Und merken sie ja vielleicht, dass ihr komisches Exportmodell nicht mehr funktioniert, wenn es keiner kauft. Und dann entsprechend Domino-Theorie. Wenn dieses neoliberale Europa, ich glaube nicht, dass das nochmal links wird, zusammenbricht, dann könnten wir vielleicht tatsächlich von unten einen Bundesstaat mit nach Volkswillen gestalten und das nicht teile und herrsche spalten lassen. Vielen Dank. Als nächstes habe ich mir den Herrn mit dem rosa roten Hemd. Oder rot? Ob ich das genommen habe? Ich bin heute ein bisschen farbenblind. Also, ich heiße Ortwin. Zuerst fand ich das interessant, was der Liv Davis gesagt hat, dass sich auch eine Möglichkeit gegeben hätte, eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der Kappa Kappa Epsilon. Das wäre sicher interessanter gewesen und da wäre es auch, denke ich, noch nicht solche Angriffsstellen wie mit der Anel. Aber dann habe ich doch den Eindruck gehabt, dass Hefzalis denkt, dass vielleicht sich in Griechenland eine Revolution durchführen lässt. Für Europa hätte das wenig wahrscheinlich, wie die anderen wohl auch, aber dass er denkt, es könnte sich für Griechenland durchführen lassen. Und da wäre ich doch ein bisschen skeptisch. Genau, es wäre auch gut, denke ich, für diese Diskussion im Anschluss, wenn noch auch Fragen mitgestellt werden könnten. Ja. Aber bitte. Ich meine Frage. Ja, bitte. Ja, da kann auch Lefter die Stellung nehmen zu. Ja, beides ist gut. Genau. Ja, das war eine kurze, konkrete Frage, und zwar für Nikos.
Ja, nach der Entscheidung der EZB von gestern, und zwar also die Liquiditätsmöglichkeiten von Griechenland zu kürzen oder zu streichen, also wie wird die Regierung von Syriza reagieren? Meine Frage ist, was würde denn eigentlich so... Ja, ganz einfach gefragt, was würde denn mit Griechenland passieren, wenn die jetzt die Schulden nicht bezahlen würden? Also welche wirtschaftlichen Wirkungen hat es, ist Griechenland irgendwie abhängig von wichtigen... sowieso nicht können. Ja, aber, also ich würde jetzt einfach sagen, wir zahlen nicht. Ja? Und was passiert denn dann eigentlich, wenn vielleicht passiert ja auch gar nichts. Genau, ganz hinten. Eine kurze Frage. Sie haben mehrmals gesagt, dass wichtig ist, dass die Arbeitnehmer sich koalieren und die Produktionslager okkupieren und gegen diese liberalistische politische Entscheidungen streiten, bin ich auch einverstanden. Was ich interessiert würde, also welche ökonomische Lösungen auch so um diese Produktion und Lage in Griechenland so werden Sie vorschlagen, welche so positive Entscheidungen können treffen in der griechischen ökonomischen System. Also, danke. Genau, ich wollte mal vielleicht mal eingehen auf den Punkt Vergleich mit der deutschen Sozialdemokratie 1918-19. Also das sehe ich doch ein bisschen anders. Die SPD damals war eine Partei, die gerade dem Beginn des Weltkrieges 1914 zugestimmt hat, die auch deshalb eigentlich, wo es sich deshalb aus diesem Widerspruch heraus auch ein linker Flügel entwickelt hat und dann gerade auch die KPD, die ja damals auch eine wirklich massenverankerte Organisation war, gegründet hat unter Führung von Luxemburg und Liebknecht, und ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Also wenn ich von linken Parteien rede oder erste linke Partei, und so habe ich Nikos auch verstanden, in der EU, dann meine ich damit linke Parteien und nicht sozialdemokratische Parteien, die gab es ja auch häufiger. Was die Frage angeht, der Optionen für Syriza nach der Wahl, Minderheitsregierung, also das kann man natürlich versuchen in einer Situation, wo sagen wir mal, der Druck nicht so groß ist, aber wenn du in einer Situation bist, wo du praktisch also verhandeln musst, so wie das jetzt in den letzten Tagen der Fall war, also wo Tsipras und Varoufakis und so weiter, wo sie halt versuchen aufzutreten. Wir wissen nicht, wie das ausgeht, aber da brauchen sie den Rückhalt. Eine Minderheitenregierung ist keine Situation, in der sie in der Lage gewesen wären, so aufzutreten, wie das jetzt in den letzten Tagen war. Das hätten sie aus einer Position einer Minderheitenregierung meines Erachtens nicht machen können, Angriffswellen dadurch sozusagen, wie der Genosse eben sagte, das sehe ich auch nicht. Anel wird nicht deshalb angegriffen, weil sie rechts ist. Und Anel wird sozusagen deshalb angegriffen, weil sie auch gegen die Troika-Auflagen sind. Und nach meiner Einschätzung. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist natürlich... Ich will die nicht verteidigen, das ist eine rechte CSU, könnte man so sagen, nach meiner Einschätzung. Klassisch rechtspopulistische Partei ist Laos und die Nazi-Partei ist Chrissy Afgi, also Goldene Morgendämmerung. Und diese Anne ist so, würde ich mal so als Abspaltung von der CSU einstufen mit Teilen vom rechten Flügel der Syntagma-Bewegung. Und die Angriffswellen ist das, weil sie das sozusagen herausgesucht haben, um praktisch die Regierung zu schwächen. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es irgendwas anderes gewesen seitens hier von der Bundesregierung. Und deswegen glaube ich schon in der Situation, dass es die am wenigsten schlechte Situation war. Neuwahlen auch, halte ich auch für
ausgesprochen schlecht. Ich war da am 29.12. in Griechenland. Die Leute wollten keine Wahlen. Die Mehrheit der Bevölkerung in Griechenland wollte keine Wahlen. Sie haben sie jetzt gemacht. Aber wenn jetzt Syriza dafür verantwortlich ist, nochmal Neuwahlen auszurufen, glaube ich nicht, dass Syriza gestärkt würde dadurch, sondern dass sie wahrscheinlich eher geschwächt würden. Und ganz generell, ich empfinde es nicht als meine Aufgabe zu sagen, was die Griechen wollen sollten. Ja? Es ist ganz eindeutig in Umfragen, dass die große Mehrheit der Griechen, etwa 75%, im Euro bleiben wollen. Das ist erstmal die Realität. Und dann würde ich sagen, okay, es ist dann meine Aufgabe hier, nicht zu sagen, ihr sollt das nicht wollen, sondern hier dafür zu kämpfen, dass ein linkes Programm umsetzbar ist, und dann muss man schauen, wie das Ergebnis dann ist. Ich will nicht sagen, dass das jetzt zum linken Europa unbedingt führen muss, aber wir müssen jetzt, meines Erachtens aus deutscher Sicht, maximal unsere Aufgabe dafür tun, dass der Spielraum so groß wie möglich für Syriza wird und dann vielleicht auch für andere Länder. Wenn es dann scheitert, dann müssen wir noch sozusagen das neu definieren. Vielen Dank. Ja, selbst das natürlich sind wir nicht kurz vor der Revolution in Griechenland. Aber wir müssen sehen, dass in den letzten Jahren es gibt eine sehr große Polarisierung zwischen den Klassen in Griechenland. Und meiner Meinung nach kann man das nicht ist es nicht leicht, wieder ein Gleichgewicht zu finden. Also ich glaube, ich muss euch erinnern, also vor 2 Jahren gab es das Gespräch auch hier in Deutschland, dass Griechenland sehr an die Weimarer Republik erinnert. Also was war der Punkt in der Weimarer Republik? Dass eigentlich das Kapital nichts an die Arbeiter geben wollte, wegen der Krise, besonders am Anfang der 30er Jahre. Und das hat zu einer Auseinandersetzung geführt, und die Nazis haben der herrschenden Klasse dazu genutzt, um die Arbeiterklasse politisch zu vernichten. Ich glaube, dass der Aufstieg der goldenen Morgenröte auch damit zu tun hat. Aber in jedem Fall glaube ich, dass in den letzten Monaten oder Jahren, dass diese Auseinandersetzung, wie soll ich sagen, in einem offenen Klassenkampf, ein offener Klassenkampf wird die Lösung geben. Wir wissen nicht, wer gewinnen wird. Wir wissen nicht, in welcher Form dieser Klassenkampf von beiden Seiten, wie er aussehen wird. Ob es ein Versuch für Diktatur ist oder eine Revolution. Aber ich spreche jetzt nicht von den nächsten Wochen. Aber man kann nicht die Interessen der zwei Klassen ausgleichen, ja. Also das, was für viele Jahre die Sozialdemokratie gemacht hat. Über die Streichung der Schulden. Ich möchte nochmal an viele Genossinnen und Genossen erinnern, die über 30 oder 35 sind. Wir müssen uns ein bisschen an die Globalisierungsbewegung Anfang der, also 50 Jahre, 15 Jahre her erinnern. Ein Thema dieser Demonstrationen damals in Prag, in Genova und überall war die Streichung der Schulden der Dritten Welt. Also ist es nicht etwas Neues oder etwas, das für die Linke unbekannt ist.
Was dann nach einer eventuellen Streichung kommen wird, also das Übergangsprogramm, das wir vorschlagen, ist vier Schritte, aber man kann die nicht voneinander trennen. Die sind alle zusammen. Also der Austritt aus dem Euro und der EU, die Verstaatlichung der Banken und die Arbeiterkontrolle sind genau ein gemeinsames Programm und die weiteren Schritte, damit, ich werde ein einfaches Beispiel sagen für die Arbeiterkontrolle, wozu dient das? Ist das nur, weil wir linksradikal und so weiter sind? Wie kann man verhindern, dass die Kapitalisten ihr Geld aus Griechenland rausziehen? Ist das einfacher für einen Minister, das zu machen? Oder wenn die Gewerkschaft der Bank sagt, keiner drückt diesen Entschuldigung für das Wort, dieses Scheißknopf und nichts geht weg. Das ist der Grund, weshalb wir das vorschlagen. Und ein letzter Punkt. Wenn die Regierung wirklich auf der Seite der Armen und der Arbeiter steht, dann wird eine Bewegung auf der Straße die Arbeit für sie einfacher machen. Sie werden Unterstützung genau von den Leuten haben, für die sie kämpfen möchte. Also ist es, das ist das Wichtigste, was man machen kann, auch wenn man Syriza unkritisch unterstützt, auch wenn man kritisch gegenüber Syriza ist. Ich weiß nicht, ob ich alles beantwortet habe, aber die Zeit ist vorbei. Ja, danke. Ja, ich möchte wörtlich auch auf die Beiträge der zwei, also von André und Lefteris, eingehen. Ich werde es nicht machen. Ich versuche ganz kurz auf die Fragen einzugehen. Philipp, auf deine Frage. Also, ich weiß nicht, wo du das her hast, aber auf jeden Fall haben wir nie die internationale Solidarität abgelehnt, und zwar durch irgendeine nationale Einheit ersetzt. Also für uns ist es unerlässlich, dass, also die Solidarität der Bewegungen und Parteien in ganz Europa und außerhalb Europas ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also ich verweise nur auf die Podemos, auf die Partei Podemos in Spanien, also das ist das emphatischste Beispiel für so etwas. Wir müssen eigentlich bis November 2015, also bis zu den spanischen Wahlen, sehr gut durchhalten. Und also falls wir etwas schaffen, also zum Beispiel einen Schuldenschnitt, in welcher Form es auch immer sein mag, aber wenn wir das so schaffen, dann ist der Weg für Podemos und Spanien viel leichter. Und so wird ein politischer Dominoeffekt herbeigeführt. Das ist halt unsere Hoffnung. Allein können wir nicht. Also damit ich das in traditionellen Termini nie ausdrücke, Sozialismus in einem Land ist, also dieses Projekt ist gescheitert, sozusagen. Und das wollen wir nicht. Zu der Frage von John. Okay, also wenn es, also du hast eigentlich gesagt, wenn es uns gelingt, tatsächlich 50% der Schulden, also einen Schuldenschnitt durchzusetzen, dann haben wir immer noch Schulden zu bezahlen und so weiter und so fort. Ich würde dich darum bitten, dir vorzustellen, wenn sowas uns gelingt, was eigentlich in Spanien ab November passieren wird. Also mit welcher Kraft Podemos seine Forderungen durchsetzen wird. Zu Nico, wenn ich mich nicht täusche, ja. Zu dieser Frage, also warum will Syriza in der Europäischen Union bleiben? Also ich erinnere nur daran, dass das außerhalb der Europäischen Union immer noch kapitalistisch ist. Die Türkei ist ein durchkapitalisiertes Land zum Beispiel, ne? Das ist dann außerhalb der Europäischen Union. Erstens. Zweitens,
das ist viel wichtiger, es geht um ein Kräfteverhältnis. Es gibt eigentlich in Griechenland derzeit keine politische Kraft, die ernsthaft Massen dazu mobilisieren kann, damit das Land aus der Eurozone austritt. Und hinzutritt natürlich auch die ganze möglichen Partnerschaften, die wir im ganzen Europa, im ganzen Kontinent aufbauen können. Also mit Bewegungen, Gewerkschaften und linken Parteien. Also die Europäische Union ist eine durch und durch kapitalistische Einheit, aber auch der Nationalstaat ist eine durch und durch kapitalistische Einheit. Alles in dieser Welt ist durch und durch eine kapitalistische Einheit. Was wir eigentlich dazu machen müssen, ist, diese Verhältnisse umzustülpen. Und das passiert nicht morgen und wird nicht morgen passiert und noch übermorgen, sondern das ist ein steter Prozess des Kampfes. Und das Thema ist, wie wir auf diesem Schachbrett spielen werden. Spielen wir richtig, werden wir gewinnen. Spielen wir falsch, sind wir falsch. Zu der Frage von Ortli, ja, warum nicht Minderheitsregierung, zu deiner Frage, warum nicht Minderheitsregierung mit der Unterstützung oder das Gedulden von Kukwe? Kukwe wollen wir es nicht. Das muss man klar sagen. Also Kukwe wollte so einen Kompromiss nicht eingehen. Jetzt müssen wir mit Daniel koalieren. Zu Jeans Fragen über die neuesten Entwicklungen mit der Europäischen Zentralbank. Also die Europäische Zentralbank hat angekündigt, dass sie die Banken, die griechischen Banken, bis ich eigentlich nicht weiß, ich brauche nur zwei Minuten, also eine Minute. Okay, also dass die Europäische Zentralbank nicht bis zum 28. Februar, sondern bis zum 11. Februar die für die griechischen Banken garantieren wird, also sie refinanzieren. Was ist eigentlich die Strategie jetzt? Varoufakis hat sofort eine Ankündigung gemacht und hat gesagt, ah okay, seht ihr euch, was passiert ist. Die Europäische Zentralbank zwingt die Führung der europäischen Staaten dazu, einen Kompromiss mit der griechischen Regierung einzugehen. Also die Strategie ist, jede als ökonomisch erscheinende Angelegenheit ins Politische zu wenden, ins Politische zu übersetzen. Und das kann möglicherweise kleine politische Dominoeffekte in der ganzen Eurozone auslösen. Ich möchte eine Frage stellen. Also wir machen noch eine nächste Runde. Ne? Ja. Okay. Will jemand irgendeine Frage stellen in Bezug auf die Koalition mit Anel? Okay. Gut, also dann, weil ich dir nicht zustimme, dass Anel eigentlich vergleichbar ist mit einer rechten Version der CSU. Aber, naja. Okay, gut. Ja. Vielen Dank erstmal. Ja, hallo, also ich heiße Zeni. Also das Thema mit Anel wird immer in den Debatten relativiert. Eigentlich ist es nicht so recht, wie man denkt und so. Syriza konnte nicht in einer Minderheitsregierung so wirklich so sich durchsetzen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, weil so eine Regierung mit 149 Abgeordneten ist eigentlich so keine schwache Minderheit in dem Sinne. Wenn die Opposition so gespaltet ist, und sogar wenn so eine Partei in der Position ist, mit der man eigentlich nicht identifizieren will. So der zweite Punkt wäre vielleicht, also wie sieht man aus internationaler Sicht jetzt für diese? Vielleicht, also man liest schon in der Zeitung, dass Podemos zum Beispiel so ein bisschen schon distanziert, weil Syriza mit so rechten Kräften so solidarisiert. Die Frage ist, wie wäre jetzt Syriza reagieren, wenn Anel diese Staatsangehörigkeitsgesetz ablehnen würde? Also das wäre eventuell jetzt für die Regierung selbst, also innerhalb der Regierung, Probleme bringen und
Sachen, weil eigentlich so Syriza ist war und so ein Teil des Kampfes war die Anerkennung der Staatsangehörigkeit auch für so Migranten der ersten und der zweiten Generation, und das war eigentlich so ein Punkt für Anel, was unumstritten war, dass sie unumstritten waren, dagegen waren. Also ich möchte noch keine Zeit, und du hast ja schon mal gefragt. Ich halte so die Anwendung von Dossier für sehr konstruktiv, und ich bin der Meinung, Syrien braucht ein Dossier, und ich glaube, das Volk auch braucht ein Dossier, und das Dossier als Volk. Meine Frage ist, also es ist leider, dass das Dossier ihre politische Macht verloren hat, von 1,1% zu 0,6%. Meine Frage ist, wieso? Wie erklärst du das? Sollte vielleicht doch an das hier wie Syriza machorientiert sein und nicht nur kritikorientiert sein? Und was wäre, wenn Syriza in Parlament reintreten würde? Würde so eine Haltung wie KKY halten, oder würde doch ein Gespräch mit das hier kommen oder eine Minderheitsregierung unterstützen? Ja, erstmal für die EU. Natürlich sind auch alle Länder kapitalistisch, aber und natürlich muss man, also ich bin auch der Meinung, dass auch die revolutionäre Linke unter Umständen in den Wahlen teilnehmen muss. Und wenn sie es schafft, im Parlament zu kommen, muss man auch im Parlament arbeiten. Der Unterschied ist, dass also wir sind im, ich glaube, dieser Raum heißt Rosa-Luxemburg-Raum. Ja, also eines der berühmtesten Bücher von Luxemburg war Reform oder Revolution. Und ich glaube, 100 Jahre nachher wird sich immer hin wieder die Linke auf dieses große Thema spalten. Aber besonders für das EU, für die EU und das EU-Parlament, welche Kraft, welchen Einfluss hat das EU-Parlament? Also das war mindestens bis vor einige Jahre, also man wusste nicht genau, was die Leute dort machen. Also ich meine, die wirkliche Kraft war nicht im EU-Parlament, sondern in der Kommission, die für Jahre lang nicht mal ausgewählt war. Es gibt keine Frage, eine Bewegung für den Austritt aus der EU aufzubauen. Natürlich gab es in Griechenland solche Demonstrationen und so weiter, aber die Frage ist, wir müssen eine Bewegung aufbauen, die für soziale Gerechtigkeit kämpft, damit alle Leute wieder ihre Arbeit kriegen, damit für Lohnerhöhungen und so weiter. Und dann kommt die Frage, wie machen wir das? Können wir das machen, wenn wir weiter die Schulden bezahlen? Das ist die große Frage, wo wir eine andere Meinung haben. Über Andalusia jetzt und ihr Wahlergebnis. Also ich vergleiche das Ergebnis mit den letzten Wahlen von Juni 2012, wo wir 0,3% hatten. Im Mai 2012 hatten wir 1,2%. Wir wissen, dass wir von Syriza gedrückt werden, also weil wir eigentlich mit denselben Leuten sprechen. Und viele Leute sagten, okay, vielleicht habt ihr ja recht, aber jetzt müssen wir Syriza wählen. Wir müssen ihnen eine Chance geben, ob sich vielleicht etwas verändert. In Syriza zu sein, glaube ich, das würde eine Katastrophe sein für die antikapitalistische Linke. Wir haben gesehen, dass der linke Flügel von Syriza in dieser Zeit von seinen radikalen
Forderungen zurückgetreten ist. Aber auf jeden Fall möchten wir zusammen mit der Basis von Syriza, mit den Leuten von Syriza zusammenarbeiten. Wir möchten eine Einheitsfront mit diesen Massen aufbauen, weil wir natürlich wissen, dass Andalusia von alleine oder Kukue von alleine können nichts ändern. Man braucht die Massen, und die Massen sind in diesem Zeitpunkt, haben ihre Hoffnungen an Syriza gesetzt. Schluss jetzt. Genau, Nikos, bitte. Mir ist noch aufgefallen, dass es eine offene Frage auch noch gab, die mich interessiert hat, und zwar die Frage, was passieren würde, wenn Griechenland aus dem Euro austritt. Ich weiß nicht, ob das noch einer von euch ansprechen wird. Vielleicht können wir das auch gar nicht beantworten heute. Okay. Jedenfalls wollte ich noch mal darauf hinweisen. Okay, drei Sachen. Also zu dieser Frage, man soll präzisieren, was man damit meint, was es passieren sein würde, passieren würde. Also ökonomisch gesehen, politisch gesehen, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Frage, sie richtet sich an die Zukunft, man kann sie schwerlich beantworten. Was man beantworten kann, ist, ob das Kräfteverhältnis in Griechenland, das politische Kräfteverhältnis, sowas jetzt zulässt und ob das eine reale Option ist. Und wir glauben, nein. Zu dem, was kurz vorhin Leftes gesagt hat, ja, ich stimme ihm prinzipiell zu, also deswegen, also weil, also, die, also eine Wirtschaft kann nicht funktionieren, wenigstens nicht sich nach den Bedürfnissen der Gesellschaft orientieren, wenn sie die Schulden zahlen muss. Und deswegen fordern wir diesen Schuldenschnitt. Kämpfen werden wir immerhin zusammen auch mit Leuten der Andalusia, mit der KP, mit allen, die mitmachen wollen. Und das ist unerlässliche Bedingung, damit wir das Kräfteverhältnis in Griechenland umkehren. Ich bin sehr neugierig zu sehen, was Andalusia in den Wahlen der griechischen Gemeinde machen wird. Also ob sie mit uns zusammen Wahlen geht oder nicht. Also das muss noch. Das müssen wir noch sehen. Aber abgesehen davon, jetzt zu dieser Frage zu den anderen, also zu dieser Partei. Mit Anlass des nationalen Gedenkentags gedenken die Griechen der 1000 griechischen Juden, die Opfer des nationalsozialistischen Terrors gefallen sind. Mit Anlass des Gedenkentags zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedenkt die Menschheit der Opfer des Holocaust, der Millionen Juden, die vom Hitlers Regime exterminiert wurden. Wir gedenken an die 6 Millionen Juden Europas, die auf industrialisierte Weise in dem hitlerschen Todeslager getötet wurden. Wir vergessen nicht den Verrat der einfachen Leute der Nachbarschaft. Wir gedenken an die Rettung vieler von einigen wenigen Mutigen. Wir dürfen nicht die Barbarei der europäischen Zivilisation vergessen und auch die Trägheit vieler Menschen, die nichts dagegen getan haben, während andere zum Tode geführt worden sind. Griechenland vereint heute seine Stimme, mit der der Menschheit widersteht der Vergessenheit und gedenkt der zahnlosen, unschuldigen Opfer des Holocaust, indem die heutigen Hitler-Anhänger die griechische Gesellschaft vergiften, ist der Kampf gegen den Faschismus und seine Repräsentanten aktueller denn je. Das Gedenken an den Holocaust ist nicht nur als Respekt vor den Opfern wichtig, sondern als wirkliche Macht zur Bekämpfung des Rassismus und des Menschenhasses. Heute sind wir alle, die Gesellschaften, die Staaten, die internationale Gemeinschaft und die einfachen Bürger, dazu verpflichtet, den höchsten Wert in Schutz zu nehmen, das ist das Menschenleben. Wer hat diesen Text geschrieben? Anne. Heißt das, Sie sind nicht antisemitisch? Nein, Sie sind antisemitisch. Die sind antisemitisch. Aber dieser Text, der vor 3, 4 Tagen publiziert wurde, zeigt, wer die Oberhand in dieser Koalition und Regierung hat. Die Ministerin, die Migrationsministerin am Dienstag kündigte an, dass die Kinder der Migranten eingebürgert werden. Dazu gab es meines Wissens keine Reaktion seitens der Anne.
gibt es eine oder wird es eine geben, werden wir das durchsetzen. Also die Koalitionsregierung ist eine Zwecks-WG. Habt jemand von euch in einer Zwecks-WG gelebt? Also wir es ist nicht problemlos, das wird nicht glatt gehen. Der Konflikt geht immer weiter. Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, die Linkspartei, egal welche, ist eine homogene Einheit. Ist auch ein Feld des offenen Klassenkampfes. Und die Regierung umso mehr. Wir werden weitermachen, mal sehen, was passiert. Also wie gesagt, es ist wie ein Schachbrett. Machen wir den richtigen Zug, gewinnen wir die Partie. Oder machen wir den falschen und verlieren. Und als letzte Person hatten wir André. Und wir würden damit abschließen. Und danach kommen noch ein paar ganz kurze Ankündigungen, aber ich denke, wir werden das alles so gut schaffen. Lauft nicht sofort weg, nachdem André fertig gesprochen hat. Genau. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch nochmal auf die Frage der Regierungskoalition eingehen. Also ich fand das jetzt sehr spannend, auch was du gesagt hast. Ich will aber trotzdem, wenn wir darüber diskutieren, sollten wir auch mal daran erinnern, dass sehr wahrscheinlich nur deshalb, weil die alte Regierung Samaras die Liste nicht aktualisiert hat der 18-Jährigen, und 100.000 18-Jährige in Griechenland nicht wählen durften, überhaupt es zu dieser Situation gekommen ist, weil die Syriza bei den 18-Jährigen, ich weiß, 60-70% Zustimmung hat und die gewählt hätten, und dass diese Regierung auch, oder die ganzen Regierungen von Nea Demokratia und PASOK, es nie geschafft haben oder schaffen wollten, dass die hier in Deutschland lebenden und wo in anderen Ländern lebenden Auslandsgriechen von in Konsulaten oder per Briefwahl wählen könnten. Griechenland ist das einzige Land in der EU, in der die im Ausland leben, in den Wahlkreis müssen, um wählen zu können. In Deutschland betrifft das 300.000 Menschen, die sind tendenziell eher linker eingestellt, weil sie während der Militärdiktatur hier hingekommen sind. Also das hat sozusagen das Ergebnis verzerrt. Auch daran sollte man immer erinnern, wenn man die Diskussion führt, was du gesagt hast zu Anel, teile ich. Ich will vielleicht nochmal ein, ohne dass ich das jetzt irgendwie legitim, also ohne dass ich sagen will, die stehen mir irgendwie nah oder so, ja? Aber es ist auch ein wichtiger Punkt. Anel, soweit ich das beobachtet habe, ist von den Optionen, die da waren, mit Ausnahme der KUKOE, die als Option nicht da war, die einzige Partei, die nicht mit der griechischen Oligarchie verbunden ist. Ja, sowohl Tokotami als auch PASOK als auch Nea Demokratia sind halt mit griechischen Oligarchen verbunden. Anel ist eine rechte Partei. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie Einfluss nehmen werden auf die Regierung. Aber sie sind keine Partei, die sozusagen mit Teilen des griechischen Kapitals direkt verbunden sind. Und das ist, finde ich, erstmal sehr wichtig. Ich glaube auch nicht, es gab auch die Diskussion am Anfang noch, wenn Syriza enttäuscht, dass sozusagen die KUKOE oder in erster Linie KUKOE oder auch vielleicht Antasia gewinnen wird. Meine Einschätzung ist, da gibt es natürlich viele Leute, die gehen dann zu KUKOE oder gehen zu Antasia, aber meine Einschätzung ist, wenn Syriza scheitert, dann wird Chrissi Afni, werden die Nazis stärker. Wir haben dieses Phänomen oft gehabt in der Geschichte, dass sozusagen die enttäuschten Hoffnungen einer irgendwie als links angesehenen Regierung, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, zum Rechtsruck führten in der Gesellschaft. Ich will einen letzten Gedanken, den wir heute Abend nicht diskutiert haben, aber ich glaube, der auch für die Diskussion hier in Deutschland, in Europa sehr wichtig ist, auch in den Raum stellen. Wenn Syriza durchhält, die Regierung, hat das auf verschiedene internationale Sachen ganz großen Einfluss. Und ich will zwei Sachen erwähnen, über die ich mich sehr gefreut habe, dass schon jetzt in dieser Situation auch Syriza-Mitglieder Pflöcke sozusagen eingeschlagen haben. Das eine ist die Frage der Sanktionen gegen Russland.
Und der Außenminister ist nicht umgekippt bei dem Treffen in Brüssel. Das ist eine unglaublich wichtige Frage, weil wir stehen am Rande eines Krieges in der Ostukraine. Es ist ganz, ganz furchtbar. Und die Eskalationskräfte in der EU, es ist unglaublich, was da gerade stattfindet. Und auch im Europarat, ich habe das letzte Woche in Straßburg erlebt, was an Kriegsstimmung aufgebaut wird. Auch da ist eine linke Regierung, die dagegen hält, soweit sie es kann, unglaublich wichtig. Und das Zweite ist die Frage vom sogenannten Freihandelsabkommen, was ein Investitionsschutzabkommen ist, CETA und TTIP. Auch das wird höchstwahrscheinlich so sein, dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt. Das heißt, es muss im Europaparlament und in den nationalen Parlamenten verabschiedet werden, natürlich auch im Rat. Und da bietet sich eine unglaublich große Chance, auch eine breite Bewegung, die es ja auch in Europa und in Deutschland dazu gibt, die ja auch noch andere gesellschaftliche Kräfte mit einbezieht, auch denen sozusagen die Bedeutung zu vermitteln, die eine linke Regierung in Griechenland hat. Also es ist eine, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind in einer besonderen historischen Situation und wir sollten alles dafür tun, dass wir diese historische Situation möglichst optimal nutzen und den Spielraum auch für die griechische Regierung möglichst breit machen. Ich glaube, dann haben wir schon sehr viel getan. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also Punktlandung. Ich bedanke mich bei den Rednern. Ich bedanke mich auch bei euch und Ihnen, dass ihr gekommen seid.